wir unseren lieben Host heute mit eingeplant haben. Ja. Gesagt, Host hat sich selber eingeplant für heute. Hat gesagt, wenn ihr unterwegs seid hier in der Region, ist ja auch seine Hochburg, laut Autogramm wünschen. Ja, ja, das stimmt, ist ja gar nicht klar. Aber sein Briefkasten füllt sich jeden Tag mit Autogrammpost. Alle wollen Autogramm von ihm. Das ist unfassbar, genau, was da gelaufen ist. Aber doch auch sehr schön. Habt ihr auch wieder so einen Nerv der Zeit getroffen, ne? Also wir haben die Nummer eigentlich so aus Spaß gemacht. Ja. Ist der Onkel von meiner Frau. Und dass sie dann letztendlich so gut bei den DJs angekommen ist, also... Weiß man ja vorher alles nicht top, so richtig, ne? Und wir hatten ja bei der letzten Tour zu der Single, wo Horst und du unterwegs waren, hatten wir RTL dabei, vielleicht habt ihr es auch im Fernsehen gesehen, gab es zwei Berichte davon, von der Tour. Und wer es nicht gesehen hat, oder wer es gesehen hat, ja, für beide Varianten, haben wir ihn heute nochmal live und in Farbe, in der blauen Farbe heute da, ja, hat seinen blauen Anzug heute sich übergestreift. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn ansagen darf. Er ist in der Blüte seines Lebens, das darf man mal an dieser Stelle so sagen. Er hat gerade die Tasche abgeschnallt, habe ich gerade gesehen. Hosti, hier ist er für euch, unser und euer Vollhorst. Da ist er. So, wir haben Handgelenk, Tasche abgelegt. Hosti. Grüß euch. So ist es. Schön, dass du da bist. Und das freut mich ja umso mehr, weil du ja die letzten Tage nicht dabei warst. Aber jetzt bist du wieder fit, jetzt bist du wieder bereit für ein paar Autogrammstunden. Morgen bist du auch nochmal dabei, also an zwei Tagen. Also ihr habt wie ein Sechser im Lotto heute, dass ihr den Host bei einer Autogrammstunde erwischt. Das letzte Mal, kann ich mich erinnern, war noch Status Single. Das heißt, hat sich noch, also Frauen kannst du ja wie Sander, wir haben wie die DJs, ne? So bist du ja auch. Und, aber die Richtige war noch nicht dabei, oder? Nein, die war noch nicht dabei. Wie, wollen wir hier nochmal einen Aufruf starten? Also immer noch Single? Wollen wir einen Aufruf, wie muss sie denn ungefähr sein, die Frau deiner Träume? Ja, dunkelhaarig, ne? Gut. Alter irgendwie? Gut, haben wir Zwischen dunkelhaarig? Wie alt soll sie sein? So bis 50. So. Bis 50? Plus, minus? Haut auch noch hin, haben wir auch noch da. Minus? Minus, minus. Auch. Wie jung darf sie sein? Ab? Oh, kann auch 30 sein. Ja, ja. Also, 30. Ob blond, ob braun, der Vollhorst liebt alle Frauen. So ist das. Okay, Horst, aber heute sind wir nicht auf Brautschau. Heute gibt es nochmal einen musikalischen Hochgenuss für die Gäste unserer Autogrammstunde hier in Kassel-Rauxel. Ihr habt vorher nochmal die Stimmbänder geölt, denn es wird nochmal den großen Hit des Jahres 2017 geben. Nicht ganz so stark wie der Stern 2007, aber kommt nah ran, ne? Muss man schon sagen. Man weiß es nicht. Die DJs letztendlich entscheiden. Die DJs entscheiden. Ne? Vielleicht sogar, der Titel hat sich ja gut verkauft, könnte vielleicht sogar eine Eschel-Nominierung noch rausspringen für dich, Horst. Das stelle ich mir schön vor in Berlin, wenn er aus dem Rolls-Royce aussteigt. Genau, er kriegt auf jeden Fall dann ein Echo und einen Vollhorst. So ist es. Okay, jetzt gibt es den Titel nochmal für euch zum Abschluss unserer kleinen, gemütlichen Autogrammstunde. Ihr beide zusammen, würde ich sagen. Ich kann auch runtergehen, ganz mit mir zu machen. Ach so. Macht ihr das heute zusammen? Wir haben natürlich auch die Variante des Hosts alleine. Also so ist das. Also der Volljens oder der Vollhorst? Nein. Nick, du bleibst natürlich hier. Du hast ja auch eine eigene Single, ne? Also es ist ja nicht so, dass du nur die Single mit Nick hast. Also du stehst auch auf eigenem Bein. Eigene Autogrammkarten hast du auch mit. Ja, wäre schlimm, wenn er meine nimmt, ne? Klar, eine eigene Autogrammkarte. Ja, okay. So. Okay, wunderbar. Machen wir einen Punkt erstmal unter dieses fantastische Interview. Ihr werdet den Titel jetzt noch hier präsentieren. Ich freue mich sehr drauf. Ich gehe schon mal in meine VIP-Loge und dann gibt es den Titel, den du, Horst, wahrscheinlich nochmal ansagen wirst. Ja. Genau. Ja, wie heißt er denn? Achso. Ja. Stern von Alcola. Einsatzpferd von Alcola. Dann ist der Vollhorst, dann ist er halt. Ja. Deswegen. Hat man durcheinander. Ja, aber ist egal. Das ist mein Herz verliert so Nacht für Nacht, voll Sehnsucht auf deine Schritte. Komm her zu mir,
weißer Stern von Arkona. Du bist so fern, du bist so nah, am weißen Strand. Weißer Stern vom Alkuna, du bist so fern, du bist so nah, wir zwei allein im Mondenschein für immer da. Weißt du noch, vom Abend unter Palmen, am weißen Strand von Alkuna, wir sprachen so vom Leben. Wie ein altes Liebespaar. Ja, wir nicht. Der Mond hing silber an über Meer. Da nahm ich deine Hand. Die Sterne sahen zu dabei. Und funkelten im weißen Sand. Zusammen. Weißer Stern von Alkuna. Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand. Weißer Stern von Alkuna, du bist so fern, du bist so nah, wir zwei allein im Mondenschein für immer da. So, einmal von links nach rechts. Wahnsinn, was hier los ist. So. Ich werd verrückt. Weißer Stern von Alkuna, du bist so fern, du bist so nah, am weißen Strand, im warmen Sand, da nahm ich deine Hand. Weißer Stern von Alkuna, du bist so fern, du bist so nah, wir zwei allein im Mondenschein. Vielen herzlichen Dank, ja. Dankeschön. Danke. Ah, herrlich jetzt. Vielen lieben Dank, lieber Horst.